Dieses Video beinhaltet ein Gewinnspiel, das unterstützt wird von Ocha Ocha. Hey Leute, na, habt ihr heute schon eine Tasse Tee getrunken? Die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten von euch mit Ja antworten, ist in Deutschland recht gering. Wobei sie höher sein könnte, wenn ihr dieses Video schaut. Egal, zurück zum Thema. Die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten in Japan mit Ja antworten würden, ist höher. Ich habe für dieses Video eine kleine Umfrage unter Japanern verteilt und in dieser Umfrage fand ich heraus, dass 89% der Befragten mindestens eine Tasse Tee pro Tag trinken und sogar 67% mehr als eine Tasse Tee pro Tag trinken. In Deutschland hingegen kommt die Durchschnittsmenge an getrunkenen Tee pro Jahr gerade mal so auf 1 bis 2 Tassen alle 2 Tage. Würden wir jetzt noch Kriterien hinzufügen, wie zum Beispiel grüner Tee, zuckerfrei oder auch ohne Aromen, dann würden die Werte sicherlich noch ein bisschen mehr auseinandergehen. Und das hat für mich so eine fundamentale Frage aufgeworfen. Warum trinken Japaner eigentlich so viel Tee? Kurzer Hinweis, bevor ich weitermache. Wenn ich im Laufe dieses Videos von Tee spreche, dann meine ich zu 99% japanischen grünen Tee, wobei Matcha dabei für mich an manchen Stellen mit inbegriffen ist. Um diese Frage zu klären, machen wir zunächst einen kleinen Diskurs in die Geschichte. Tee kam ungefähr zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert nach Japan, und zwar zusammen mit dem Buddhismus. Daher wurde Tee oft auch in rituellen Zusammenhängen getrunken und sollte die Seele reinigen. In einem Interview, das ich im Laufe der Recherche für dieses Video gelesen habe, sprach der Besitzer eines Teeunternehmens in Japan auch von dem Aufzeigen der Gemeinsamkeiten der eigenen Seele und der Seelen der Götter und Vorfahren. Tee sei neben Reis auch eines der Lebensmittel gewesen, das man oft den Göttern dargeboten hat und das wird auch heute noch recht häufig gemacht. Daher sei Tee also viel mit Dankbarkeit in der japanischen Kultur verbunden. Zwei sehr gute Beispiele für diese Dankbarkeit, die man in der Essenskultur auch heute noch findet, sind einmal Itadakimasu und Gochusousama deshita. Im 16. Jahrhundert wurde die Teekultur in Japan auch nochmal stark von Senno Rikyu und dem Weg des Tees bzw. der Teezeremonie geprägt. Hier erhielt die Teekultur eine starke Verbindung zu Worten wie Motenashi, also die gastfreundschaftliche Bewirtung, und auch Shitsurai, die Einrichtung bzw. Vorbereitung der Teezeremonie. Das gab dem Ganzen nochmal einen etwas gesellschaftlicheren Kontext. In der Teezeremonie spricht man auch oft von einer Chakkai, also einem Teetreffen. Dabei geht es gar nicht so um die Zeremonie und das perfekte Zubereiten des Tees, sondern eher um den Seelenaustausch mit dem Gast. Also durch eine umfassende Bewirtung versucht man, sich einander näher zu kommen. Und das ist etwas, das ist mir in Europa schon sehr viel aufgefallen. Im Rahmen des Begriffes Matcha und Teezeremonie wird immer ein riesiges Tara darum gemacht, den perfekten Matcha zuzubereiten. Doch in der Teezeremonie ist das eigentlich eher nebensächlich und vielmehr steht der Austausch der Menschen miteinander im Vordergrund. Während der Recherche musste ich dabei auch viel an das deutsche Kaffee und Kuchen denken. Denn in Deutschland oder in Europa allgemein hinterfragt auch niemand so wirklich, warum wir eigentlich so viel Kaffee trinken, beziehungsweise ich nicht, aber andere Leute, und warum Kaffee so ein überall verfügbares Getränk geworden ist. Und Kaffee und Kuchen ist eben auch irgendwie eher ein gesellschaftliches Event als wirklich der Genuss des perfekten Kaffees. Aus meiner Recherche ergaben sich also auf der einen Seite eine starke Dankbarkeit und auf der anderen Seite eine Verbundenheit der Menschen miteinander durch Tee. Und diese beiden Punkte habe ich in meiner Umfrage erstmal nicht so direkt wiedergefunden. Nur 15% der befragten Japaner sahen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Buddhismus und der japanischen Teekultur. Und oft waren das auch Japaner, die eben irgendwie in Verbindung mit dem Buddhismus oder der Teezeremonie und Teekultur in Japan standen. Das heißt, für die Allgemeinheit war das nicht so offensichtlich. Generell sahen aber 78% der Befragten eine Verbundenheit zwischen der japanischen Kultur allgemein und der Teekultur. Und aus den Kommentaren konnte ich dann herauslesen, dass der geschichtliche Hintergrund des Tees und auch die Dankbarkeit und die Verbundenheit durch den Tee den Japanern schon bewusst war, sie das eben nur nicht so ganz mit dem Buddhismus verknüpft haben.
Ich lese euch mal ein paar Hauptaussagen bzw. Stichpunkte aus den Kommentaren vor, damit ihr so ein bisschen ein Bild davon bekommt. Tee sei ein Hauptnahrungsmittel und in der Essenskultur stark vertreten. Der japanische Tee und seine Herstellung seien etwas Einzigartiges, das es so nur in Japan gibt. Es wurde sogar betont, dass es für den Alltag notwendig sei und auch nicht fehlen darf. Tee sei entspannend. Man sagt wohl oft Kondo Ocha o shio und meint damit eigentlich, dass man sich mal wieder treffen sollte und erzählen sollte. So wie wir das in Deutschland eigentlich auch oft machen, wenn wir sagen, lass uns mal wieder einen Kaffee trinken. Für einige war es selbstverständlich, jemandem Tee anzubieten, wenn er zu Besuch war, egal ob privat oder beruflich. Und hier fiel auch oft das Wort Motenashi, aber auch Harmonie und Wabi-Sabi. Entgegen der letzten Aussage waren aber nur 30% der Meinung, dass Motenashi das Wichtigste für die japanische Teekultur ist, wohingegen 63% meinten, dass das Wichtigste wohl der Geschmack ist. Das heißt, meine Recherche und meine Umfrage schienen sich also teilweise zu überschneiden, aber teilweise auch zu widersprechen. Bevor ich euch jetzt aber gleich mein Fazit verkünde, kommen wir erstmal kurz zum eingangs erwähnten Gewinnspiel. Ich bin seit kurzem Markenbotschafter von Ocha Ocha. Das bedeutet, ich habe einen Ref-Link, das ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diesen Link etwas bei Ocha Ocha bestellt, dann erhalte ich eine kleine Provision. Für euch bleiben die Preise gleich, aber ihr könnt mich auf eine einfache Art und Weise ein bisschen unterstützen. Ocha Ocha habe ich euch schon mal in einem Video vorgestellt, beziehungsweise habe ich deren drei Teesorten probiert. Das Video ist hier oben verlinkt. Mein Ref-Link unten könnt ihr euch entweder abspeichern oder unter diesem Video immer wieder finden. Damit ihr aber nicht ganz leer ausgeht, hat sich Ocha Ocha bereit erklärt, dass ich in diesem Video drei Probierpakete verlosen darf. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingstee ist. Das Gewinnspiel startet mit dem Upload dieses Videos und läuft bis zum 25. Juli 2020. Ich werde dann im Nachhinein einen kleinen Livestream machen, wo ich zufällig drei Leute aus den Kommentaren auslosen werde. Ich wünsche allen, die am Gewinnspiel teilnehmen, sehr viel Erfolg. So, und nun kommen wir zurück zu der Frage dieses Videos. Warum trinken Japaner eigentlich so viel Tee? Ich muss gestehen, ich hatte große Erwartungen an die Recherche für dieses Video. Ich habe Beiträge komplett auf Japanisch gelesen, ich habe eine kleine Umfrage unter ca. 30 Japanern verteilt und ich habe gehofft, mit dieser Umfrage meine Aussagen validieren zu können und ich habe gehofft, die neue Erkenntnis zu finden. Doch am Ende hat sich beides erstmal scheinbar so ein bisschen widersprochen. Doch je genauer ich mich mit den Aussagen und den Kommentaren aus der Umfrage auseinandergesetzt habe, wurde für mich folgendes Fazit immer deutlicher. Durch die beiden starken Elemente der Dankbarkeit und des Verbindens der Menschen miteinander hat sich der Tee in Japan immer mehr mit der alltäglichen Kultur verwurzelt. Tee ist mittlerweile ein Grundnahrungsmittel. Tee wird angeboten, sobald man Besuch hat. Und dadurch hatte der Tee auch in Restaurants oder Läden eine immer wichtigere Rolle. Und oft wird neben kostenlosem Wasser auch kostenloser Tee zum Trinken angeboten. Und selbst im modernen Japan ist der Tee in Kombinis oder auch in Verkaufsautomaten einfach überall verfügbar und überall präsent. Und auch wenn der ursprüngliche Zusammenhang mit dem Buddhismus nicht mehr so stark gesehen wird, fühlen die meisten doch eine gewisse Ruhe, Dankbarkeit und Verbundenheit durch das Tee trinken und Tee zubereiten. Daher ist der Grund, warum Japaner so viel Tee trinken, eigentlich recht einfach. Und der Besitzer des Teeunternehmens, den ich vorhin schon erwähnt habe, hat es in seinem Interview recht einfach und deutlich formuliert. Dakara Nihonjin ga doushite ocha o nomu ka touyou to Nihonjin dakara nan desu. Die japanische Kultur und der Tee sind so verzahnt miteinander, dass die japanische Kultur selbst die Antwort auf diese Frage ist. Der Tee hat sich eben einfach über die Jahrhunderte hinweg seinen Weg in den Alltag in Japan gebahnt. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was von diesem Video und von dem Thema Tee trinken in Japan mitnehmen können. Falls ihr jetzt auf den Geschmack von grünem japanischen Tee gekommen seid, dann empfehle ich euch den Kukicha von Ocha Ocha. Link in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch hier das Video, wo ich die drei Ocha Ocha Sorten probiert habe und hier ein anderes Video zum Thema Tee. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich trinke jetzt den hier.